Was schreibt ihr denn? Wer ist denn Lam Domesticat, wen haben wir denn da? Kennen wir uns? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. Okay, das bin ja eindeutig ich gewesen. It's been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? In der Tankstelle, gibt's hier nicht irgendwas Brauchbares? Lesen. Spiel und Aktion. Tombola, bla bla bla. Für Kinder, bla bla bla. Okay. Kein Interesse an einer Tombola, vielen Dank. Gibt es hier ein Telefon? Hier ist ein Telefon. Great Ball Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen, we'll figure this out. I'm domestic. Please get in the car. Cat. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Wer ist denn domizierte Katze? Domizierte Katze? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Er ist ja ein Schnellchecker. Damit haben wir, glaube ich, die erste Episode an Alan Wake. Alan Wake ist ja wie eine Serie aufgebaut und eine Episode eben geschafft gerade. Genau, und jetzt kommen wir dahin zurück, wo eigentlich die Insel mit dem Haus hätte sein sollen, auf dem wir am Anfang gestartet sind. In dem, auf der. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nichts mit Ihnen sehen. Candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. And just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep, everything is alright. Also ich lasse das jetzt laufen, ja. Das wisst, ich möchte dieses Spiel im Ganzen laufen. Außerdem ist die Musik doch großartig. 23 ist übrigens ein richtiges Horrorspiel. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten habe ich noch eine Auswahl. Ihr müsst übrigens noch abstimmen. Spiele ich gleich dann ab 23 Uhr Craven Manor, das sie Alice schon sehr gut kennt. Oder spiele ich Paranormal. Auch eine Möglichkeit. Sagt mir, was ihr davon haltet, oder was völlig anderes. Dann müssen wir vielleicht eine halbe Stunde Pause machen, damit ich mir das entsprechende Spiel auf Steam noch runterladen kann. Aber, oder eben woanders. Es gibt ja verschiedene kostenlose Mods und Spiele. Schlagt mir was vor. Aber Paranormal und Craven Manor habe ich jeweils schon drauf und könnte ich ja noch spielen. And dreams I talk to you. Previously on Alan Wake, I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at.
but the cabin had disappeared. Folge 2, besessen. 3 Jahre zuvor. JJ und Tobi bei mir im Chat, das kann nur schlimm ausgehen. Honey. Da kann man sich ja nur noch betrinken. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Coffee. In der Küche vielleicht? Wo ist die Küche? Ist die Küche hier? Nein, es sieht aus wie ein Lesezimmer. Ich will mich trotzdem mal umgucken. Ein Schreibzimmer. Manuskriptseiten nehmen. Oh, hier ist eine Manuskriptseite. Sehr gut. Die schauen wir uns gleich mal an. Goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Das war aber eine sehr dunkle Stimme. Wenn es Alans Stimme war, war sie sehr, sehr dunkel. Das macht sie ein bisschen stutzig. Ich habe übrigens auch noch das relativ frei von der Story losgelöste Add-on American Nightmare. Das werde ich vielleicht bei Gelegenheit auch mal spielen, aber ich wollte das Spiel erstmal weiterspielen, um eben das dann auch durchzukriegen. Alan Wake, also offensichtlich haben wir schon einige Bestseller geschrieben. 5 an der Zahl und das werden bestimmt noch mehr, weil innerhalb, das sind ja 3 Jahre jetzt vergangen zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist ja ein Backflash hier. Backflash ist auch schön. Flashback. Und ja, uns geht's nicht schlecht hier, was die Küche sagt, gell? Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, draußen stürmt's aber ordentlich. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem to think so last night. Ah. So, jetzt darf ich das nochmal untersuchen. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. Yeah. I'm fine. Just get the lights back on. Am Anfang haben wir erfahren, dass seine Freundin Alice höllische Angst vor Dunkelheit hat. Ach da, okay. I really don't like this, Alan. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. Geht ganz schön ab dann, eh? I love you. Tell me a story, Ryder. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Das Spiel ist natürlich auch deutsch synchronisiert. Ich habe das jetzt auf Englisch umgestellt und die deutsche
deutschen Untertitel angelassen. Denn, wie man sieht, die Figuren sind trotz der langen Entwicklungszeit, How do you feel, Mr. Wake? Sehr hölzern. Unglaublich gute englische Synchro schlägt die deutsche in Längen und den Figuren nochmal weit mehr Tiefe. I'm okay. Und Liebe. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. Wegen seiner Freundin, Tobi, ich habe da schon mal 3 Folgen aufgenommen, deswegen sind wir mittendrin. Schau dir das bei Gelegenheit mal an. Ich habe genau an der Stelle wieder eingesetzt jetzt hier. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Ich guck mich immer noch um. Genau das ist nämlich der Grund, warum ich jetzt das Spiel momentan noch eine Stunde spiele, auf dem Stream hier. Weil ich gerne das langsam mal zum Ende bringen möchte und ja. Wo soll ich hin? Im Sheriff, der ist hier. Finde ich vielleicht hier noch irgendwo eine Liesen. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Ja, Männer. Was noch? Vielen Dank. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwie vielleicht eine Thermoskanne finde. Mr. Wake? Ja. The sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Okay. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. Yeah. She used to be the editor of the local newspaper, but she's so unangenehm. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Dankeschön. Sehr freundlich. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stuckey's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Alice? Stop talking to the law. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Mr. Wake, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Hey, can you turn the light? The light's on! The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Könnte übrigens auch ein Buch von Stephen King sein. Ja. Was soll ich tun, meint ihr? The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something forming in an abandoned car. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Ja, also es geht alles ziemlich kurios hier vor. Sich, Alice ist offensichtlich irgendwie entführt worden, und zumindest in der Gewalt einiger anderer Männer und eventuell auch Frauen. Und ja, was soll ich sagen? Hatte ich eben schon gesagt, es hätte auch ein Stephen King-Roman werden können, sein können. Und ich glaube, da, genau darauf zielt es auch hinaus. Alles ein bisschen mystery-artig. Alan selbst ist ja nur auch ein Autor, der selbst an Stephen King sehr erinnert. Und muss ich hier wieder rein? Ja. Und, ja, auch die Figur an sich erinnert schon zum Teil sehr.